Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. So, da steht jemand mit Riesenpranken. Okay. Wir gucken erstmal, ob wir was finden. Da führt nicht mal ein Weg durch. Okay. Wir gehen trotzdem einfach mal hin. What the fuck? Was zur Hölle ist mit den Leuten hier los? What the fuck? Jeder schuldet mir jede Menge Antworten. What the fuck, stehen mir die Haare zu Berge? Ich dachte, das wäre irgendeine Puppe oder sowas. Nee. So, wir fangen hier drüben an. Brown. Soil Kui. Gesundheit. Ostrongstala Dingsbums. Miller, ich habe von weitem Killer gelesen. Geil. Ah, Faust. Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet, aber es ist hier nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit einigen Leuten von Sigma und Delta gegangen. Komm so schnell du kannst in den Garten. Warte nicht, geh einfach, Thomas. Ja, die mittige Tür, warum auch nicht? Was? Gyakko. Einige von uns möchten nachts tatsächlich schlafen. Wir müssen nicht damit aufhören, ihre Freundin in den Apartments zu schmuggeln. Aber bitte schalte ich sie. Ah, gut. Da hat jemand Spaß im Bett. Oh. Ja. Das ist Adas Zimmer. Sie hat nie gelernt, richtig aufzuräumen. Ja. Was ist das? Hä? Oh wow. Eine Flamme. Oben ist nichts drauf. Wieder so ein Zeichen. Das ist Wasser, also Feuer, Wasser? Ein neues Feuer zähmen, um die Menschheit über ihre Materialien hinaus zu erheben. Ja, es geht wieder los. Du hattest schon immer große Träume, Ada. Es geht wieder los mit dem Sound. Ich krieg die Macke. Ich krieg eine Macke. So, wir hatten jetzt Feuer- und Wassersymbol. Erde vielleicht. Ich habe diese Fotos seit Jahren nicht gesehen. Wir waren bloß... Ich habe dein Apartment gefunden. Wenn wir es lebend von diesem Schiff schaffen, muss ich wissen, was los ist. Du erwähntest zum Beispiel ein Zukunftsduo hätte mit dem Brief geschrieben, dem ich hierher geführt habe. Glück habe ich nur Untertitel. Was soll das eigentlich bedeuten? Meine Forschung beschäftigt sich mit Schlupflöchern im Zeitfluss. Also werde ich in Zukunft diesen Brief schreiben und ihn irgendwie zurückschicken, um dich hierher zu bringen. Helios. Heilige Scheiße. Und ich glaube, ich weiß wie. Hör zu, Rose. Du musst mir ein paar wichtige Unterlagen beschaffen. Es gibt einen Geheimraum in meinem Apartment. Du musst ihn finden, während ich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Wow.
Okay, Bühnenmitte. Zur Seite. Das und das. Okay. Oh. Das war, glaube ich, das. Das war Feuer. Nee. Wasser. Wow. Komm an Bord der Helios. Dann sehen wir uns. Zusammen. Interessantes Zimmer. Die eine Elektronentheorie erreicht eine wahrscheinliche von 4 Sigma. Alles? Das sind die Forschungsunterlagen, mit deren Hilfe der Brief in die Vergangenheit reist? Ich hätte gedacht, die sind dicker. Wie läuft's? Ganz gut. Obwohl, ich glaube, ich habe einen Fehler in deinen tollen Berechnungen gefunden. So. Was noch? Was hast du gefunden? Tja, du erwähnst masselose Gnomenvektoren, die sich mit relativistischen Löffeldimensionen überschneiden. Du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Für mich genauso viel Sinn wie dein Notizbuch. Diese Gleichungen werden es dir ermöglichen, einen Brief in die Vergangenheit. Ja, und da du ihn erhalten hast, habe ich das theoretisch schon getan. Oder werde es tun, je nachdem, wie man es betrachtet. Beruhigend zu wissen, dass ich zumindest lange genug leben werde, um ihn zu schreiben. Aber dieser Brief bedeutet noch so viel mehr. Er könnte uns allen nutzen. Versprich mir, dass du darauf aufpassen wirst. Versprich es mir. Okay, ich verspreche es. Und was nun? Ich habe meine Aufzeichnungen in zwei Teile aufgeteilt. Du hast nur eine Hälfte davon. Ich bin dabei, die andere Hälfte zu holen. Ich muss nur durch die Biolabs und werde... Was zum... Verdammt! Oh, Ada? Ich bin eingesperrt! Ada! Ich bin in den Biolabs eingesperrt! Ada, was ist los? Oh, kannst du mich Hallo? Hören? Ada! Ada!
Empfänger. Ja, also, ich weiß ja nicht, ob ihr das in der Aufnahme mitkriegt, aber hier gibt es manchmal richtig krasse Soundprobleme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt aber keine Lust, das Spiel neu zu starten, weil dann muss ich wieder bis dahin spielen. Vom letzten Speicherpunkt aus. Ja. FPS-Einbrüche habe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe nichts weiter laufen außer das Game und OBS. Wer weiß. Vielleicht habe ich im Hintergrund irgendeinen Download laufen, ich weiß es nicht. So. Ja, das war's. Raus, was Adams Funkübertragung blockiert. Hallo? Ah, unser Neuzugang. Es ist mir eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden, meine Liebe. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Tesla. Ich weiß, wer Sie sind. Verschwinden Sie. Ich muss mit meiner Schwester reden. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Helios unter Quarantäne steht. Und damit diese Quarantäne funktioniert, kann ich Sie und Lead Researcherin Archer nicht überall auf dem Schiff die Schutztore öffnen lassen. Der Schaden ist bereits gravierend. Ich kann nicht zulassen, dass Sie es noch schlimmer machen. Daher müssen Sie beide an Ihren aktuellen Standorten bleiben, bis die Situation geklärt ist. Sie schließen uns. So sind wir leichte Beute für was auch immer da draußen ist. Seien Sie versichert, dass ich alles unternehme, um die Situation in den Griff zu bekommen. Genau. Und wie läuft's so, hä? Ein Schiff voller Tote. Ada, geht's dir gut? Ada! Hi, ich bin's wieder. Oh, du bist... Es nervt gerade. Großartig. Erst werde ich eingesperrt und jetzt das. Eingesperrt? Du auch? Wie ich? Tja, nun, ich habe einen Profi. Ich such dir eine saubere Ecke. Eine, in die der Gestank des Todes noch nicht vorgedrungen ist. Das ist Schritt 1. Ganz die Hilfe, die ich erwartet habe. Kannst du mich hier rausholen? Tja, kommt drauf an. Wo bist du? Im Alpha-Quartier des Faraday-Bezirks. Eine Art Absperrtor kam herunter. Kannst du das öffnen? Was das angeht, kann ich nicht wissen, dass du kommst und mir hier raushilfst. Meine Lage ist... etwas komplizierter. Die Tür. Bitte. Bitte, bitte. Geh und hol deine Schwester. Ich verstehe das schon. Hier zuerst und so. Aber weißt du, ich habe auch Familie und ich sitze immer noch in der Falle. Hilf mir, dann helfe ich dir. Okay, Aubrey. Abgemacht. Hilf mir, meine Schwester zu finden, dann kommen wir dich retten. Versprochen. Pfadfinder-Ehrenwort. Ausgezeichnet. Also, du musst etwas Abstand von dem Tor halten. Dann kann der Zauber beginnen. Sag mir Bescheid, wenn du in Deckung bist. Okay? Sicher. Warte. Okay, ich bin... Alles klar, los geht's! Heilige Scheiße! Aubrey! Das Tor ist beinahe explodiert!
explodiert. Sorry, tut mir so leid. Meine Schuld. Eventuell habe ich etwas zu viel Saft durch die Leitung gejagt. Ich führe nur schnell ein paar Diagnosen durch und gebe Manny ein High Five. Seine Arme müssten hier doch noch irgendwo sein. Klingt. Gute Arbeit, Aubrey. Wir hören uns später. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben, dann lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye.